Moin Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV. Direkt vom Traktor auf die Straße in den LKW. Wieder mal mit Euro Truck Simulator 2. Ich habe gerade eben noch LS19 aufgenommen. Auch wieder, sehr schön. Jetzt geht's hier gleich wieder auf die Autobahn. 2,5 Stunden Fahrzeit haben wir noch für unseren aktuellen Auftrag. Ist ja. Oh, es regnet mal wieder zur Abwechslung. Ich glaub's ja gar nicht. Euro Truck Simulator ist ja in den letzten Tagen etwas zu kurz gekommen, leider. Muss ich tanken? Nee, muss ich nicht. Aber es kommt jetzt wieder regelmäßig. Das Schlimme ist, ich habe so viele Zahnarzttermine. Morgen wird mir schon wieder ein Weisheitszahn gezogen. Weiß ich auch nicht, ob ich morgen aufnehmen kann. Das Schlimme ist, der ist gar nicht durchgekommen und die Wurzeln sind so komisch gebogen und sowas. Das muss raus operiert werden. Also kann sein, dass ich eventuell morgen übermorgen nichts bringe. Ich muss auch gleich schon wieder weg. Wieder viele Termine. Muss mal gucken, wie ich das hinkriege, aber es kommt auf jeden Fall alles wieder regelmäßiger jetzt. Letzte Zeit hatte ich ja echt viele Unterbrechungen dazwischendurch. Das Gröbste ist ab morgen dann endlich durchgestanden. Dann kommt halt irgendwann nochmal eine größere Behandlungsphase wegen einem anderen Problem, aber muss ich halt mal gucken, wie ich das hinkriege. Ah, sehen wir alles dann, wenn es soweit ist. Ich will jetzt nicht die Pferde scheu machen. Wird schon irgendwie alles klar. Ich will immer noch neuen LKW haben. Der geht mir immer noch megamäßig auf den Keks. Oha, Entschuldigung. Warum gibt es hier kein streamingfreundliches Radio in diesem LKW? Da bin ich auch mal gespannt. Wie machen jetzt die ganz großen YouTuber das eigentlich, wenn dieses scheiß Datenschutzgesetz tatsächlich durchkommt? Mit ihrer Musik, die lassen ja teilweise Spotify dann auf und ab laufen die ganze Zeit bei den Streams. Das ist ja dann auch nicht mehr. Sind die ja genauso langweilig wie ich? Ich glaub's ja gar nicht. Fährt der jetzt auf der mittleren Spur? Oh, falsche Richtung. Ah. Ja, danke. Ah, ich hab vergessen, nach dem Mod zu gucken für Stau und sowas. Verdammt. Wollte ich doch unbedingt nachgucken. Es fällt mir immer ein, wenn ich Aufnahme anfange. Grundsätzlich fällt mir sowas ein. Wie verhext. Ich
wäre auch ein Tanker. Bitte, 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 Eurotruck-Simulator, also liebe Hersteller, bitte führt das ein, dass man solche Tanktrailer kaufen kann. Das wäre zu geil. Vorhin noch mal meine Bildschirmeinstellung verändert. Irgendwie habe ich so eine komische Einstellung gehabt, so eine Art Augenschonmodus habe ich da drin gehabt. Und ich habe mich schon gewundert, warum bei mir immer auf den Hauptbildschirm das Schwarz nicht so richtig rüberkommt, dass alles so einen scheiß Grauschleier hatte. Ja. Da war der Fehler. Jetzt sieht das richtig geil aus. Richtig kräftiges Schwarz wieder. Ach, herrlich. Und nicht aufgepasst. So, komme ich jetzt hier irgendwo wieder runter? Da hinten, glaube ich, ja. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Bei privaten Spielstand hatte ich auch schon mal dann wurden aus, glaube ich, 40 Minuten, 4 Stunden oder sowas. Das war richtig zum Kotzen. Quält sich gerade richtig. Da sind wir wieder mit Landstraße und 40. Oh ne, mal 50, wow. Komm, der kann. Warum? Warum macht er eine Vollbremsung jetzt? Da war kein Hindernis auf der Straße. Jetzt muss ich mir gleich in der Aufnahme nochmal wieder angucken. Da war doch nichts. Warum bremst der? Mann, 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 Mann. Was für Flachpfeifen hier überall. Können wir gleich schon wieder Karre reparieren. Hier muss ich jetzt rein, ne? Ja. Yeah.
weiß gar nicht, wie viel wir dafür gekriegt haben. 14 oder so. Müssen wir noch ein bisschen Luft lassen. Für Kredit. Boah, das reicht immer noch nicht. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir den Anhänger stehen lassen und einen normalen Auftrag annehmen. Wie das damit aussieht. Nur 7000. Ich dachte, wir haben mehr gekriegt. Das ist echt nicht viel. Elftausend. Auch nicht mehr. Dann liegt das tatsächlich an unserem niedrigen Level, würde ich mal sagen. Scheiße, dadurch, dass wir es jetzt nicht gleich angenommen haben, müssen wir jetzt erst wieder dahin fahren, nachdem wir dann wieder einparken. Oh. Sieht zwar nichts, aber ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, fast. Einparken, 42 Züge. Das passt schon wieder nicht, Alter. Really? So, jetzt aber. Auch nicht wirklich gerade, aber egal. Ich gucken, ob ich für den Bildschirm noch eine Wand, die Wandhalterung habe. Ich wandere das Ding gleich an die Schräge. Ne, ich wollte noch reparieren, egal jetzt. Ich bin auf einer zweispurigen Schnellstraße. Warum ist hier verdammte Scheiße 50? Scheiß drauf. Das war so klar.
weiß, warum wir kein Geld verdienen. Ich verrate das immer. Muss man doch schon für sich ein bisschen konzentrieren, ausnahmsweise mal. Mit der Straße im Dunkeln. Ich wollte gerade sagen, gleich bin ich wieder im Ersten. Tja, ich habe vorhin ein richtig geiles Angebot noch gekriegt, aber leider, ja, nicht umsetzbar. Es gibt einen Hersteller, der baut so vollwertige Racing-Cockpits, sage ich mal. So gleich mit 3 Bildschirmen dran, High-End-Lenkrad, Schaltung, Soundsystem, Konsolen, allen möglichen Schickimicki drin. Gebraucht 2 Jahre alt, 2.500. Eigentlich ein Schnapper. Das Ding hat, glaube ich, 12 neu gekostet. Ich weiß zwar nicht, wo der Haken da war, aber ich habe eh nicht das Geld dafür. Ich glaube, hätte ich das Geld übrig gehabt, hätte ich mir das Ding echt mal angeguckt. Weil allein die Bildschirme oder so sind kosten schon Vermögen, die da drauf sind. Sofern es die Originalen sind. 777. Dafür muss einer ausgehen. Komplett alleine gerade auf dieser scheiß Straße. Fast. Hätte ich bloß nichts gesagt. Muss echt zusehen, dass wir hier aus Tschechien wieder rauskommen. Die Landstraßen gehen mir mittlerweile echt auf den Keks. Vor allen Dingen, weil die mit 50 hier lang fahren. Der Mod erhöht die Geschwindigkeit um 10 km/h. So, also
können die mindestens 60 fahren hier. Ich kann ihn nicht überholen. Da vorne ist gleich wieder so eine scheiß fast 90 Grad Kurve. Wo er wieder auf 45 runterbremst. Da ist er gerade. Komm, aus der Kurve raus beschleunigen. Oder auch nicht. Scheiße. Gab es keinen Schaden. Wow, Baustelle und Unfall. Zehn Zentimeter bevor ich draußen war. Jetzt bin ich schon wieder hinter diesem verkackten LKW. Ja, fick dich doch ins Knie. Nicht, dass ich Ortseingang gleich wieder geblitzt werde. Boah, guckt euch da vorne die Straße an. Ernsthaft. Komm, das sind keine 30 km/h Kurven, Mann. Das war die letzte Tour. Die nächste Tour geht zurück auf autobahnreichen Strecken. Sonst kriege ich hier die Krise. Das war das Spiel doch mit Absicht. Die ganze Zeit kommt kein scheiß Streifenwagen von vorne und kaum überhole ich, ist ein fucking Streifenwagen da. Meine Fresse, Alter. Ragen bei Eurotruck Simulator. Ich muss schlafen. Boah, meine Fresse, ey. Ich glaube, wir machen hier auch Schluss, sonst kriege ich ein zu viel. Boah, echt mal. Ja, wir machen an dieser Stelle Schluss, sonst kriege ich echt ein zu viel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Kommt drauf an, wie schlimm die OP morgen wird mit den scheiß Weisheitszahn. Ansonsten sehen wir uns die Tage. Macht's gut, haut rein und tschüss.